haben, minimal mehr Klarheit, wirklich nur minimal. Wenn man das übertreibt, egal in welche Richtung, versaut es jedes Bild. Ne? Also es macht eine ganz böse Hautstruktur. Sie hat jetzt eine schöne Haut, aber wenn man es übertreibt, sieht es böse aus. Und es ist nicht dafür da, um die Haut irgendwie weich zu zeichnen. Definitiv nicht. Wer das macht, der gehört eingesperrt. Also den Klarheitsregler, den darf man vielleicht für den Hintergrund benutzen, in die negative Richtung, aber nie für die Haut. Ja, das geht nicht. So. Wofür ich den ganz, ganz gerne benutze, aber meistens dann auch später in Photoshop, schaut euch mal hier die Haare an. Die kommen dann viel besser zur Geltung. Ja, also auch da, man kann es in Camera Raw machen, aber ich will jetzt ja die Fotos nur vorbearbeiten. Was ich eben machen könnte, ich wähle hier den Korrekturpinsel aus, ziehe hier die Klarheit hoch, mache ihn ein bisschen gelber und male dann hier die Haare an. Sieht super aus. Nur das gehört jetzt nicht hier in diesen Arbeitsschritt. So, also Klarheitregler minimal nur benutzen. Die Lichter ziehe ich jetzt tatsächlich etwas hoch. Die Tiefen auch mit Weiß mit und nehme Schwarz noch ein bisschen runter. Ich möchte hier schon eine relativ strahlende Haut bekommen. Wenn man die Taste P drückt, wird einem das Bild vorher angezeigt, ohne Einstellungen und nachher. Hier muss man wirklich rumprobieren, was einem gefällt, wie man es gerne hätte. Es kommt auch immer auf die Einstellung an, die man gewählt hat in der Kamera. So, hier in den Hautbereichen sind Orangetöne, die würde ich jetzt auch ein bisschen in der Sättigung runternehmen und ein bisschen in der Luminanz höher. So. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Ja. Manchmal schneide ich hier auch gleich noch zu. Meine Headshots zum Beispiel, die haben immer das Format 4:5. Kann man machen, muss man aber nicht. So, und wenn ich das jetzt einmal gemacht habe, markiere ich mir alle Bilder dieses Sets. Kann ich auch Kelly eigentlich auch gleich mitnehmen. Erste anklicken, das letzte Bild des Sets anklicken mit gedrückter Shift-Taste. Dann drücken wir Alt und S. Und dann öffnet sich das Synchronisieren-Fenster. Und er fragt, was wir synchronisieren möchten. Da wähle ich immer alles aus, außer Transformieren. Sonst würde er jetzt jedes Bild so zuschneiden wie dieses hier, was aber nicht passen wird. So, und jetzt hat er hier alle Bilder genauso bearbeitet. Hier habe ich das Licht nochmal umgestellt. Da gucke ich jetzt, ob das so hinhaut oder nicht. Mag ich ganz gern, ist mir noch ein bisschen zu viel Gelb drin. Gucke ich mal, ob ich es hier mit rauskriege. Ja. Das ist okay. Noch ein Stück heller. Und dann markiere ich wieder das Bild, weil ich es jetzt geändert habe. Das letzte drücke Alt und S. Bestätige mit Enter. Zack. Bearbeitet er mir auch die vorher, nachher, passt. Ja, auch die sind super von der Vorbearbeitung her. Hier ist mir auch ein bisschen zu viel Orange noch drin. Aber das ist jetzt wirklich nur, damit man sieht, wie es ungefähr eventuell fertig aussehen könnte. Es wird einfach noch ein bisschen brillanter. Das passt schon so. Ja. Für die noch ein bisschen. Ja. So, jetzt
mache ich mal testweise hier aufs nächste Set. Das ist jetzt Ringlicht. Gucke ich mal, ob es passt. Das passt vorne und hinten nicht. Für das Ringlicht habe ich ein eigenes Preset erstellt. Man muss halt wirklich gucken, was gefällt einem, was nicht. Das habe ich hier unten. RL für Ringlicht. Zack. Das ist mein Ringlicht-Preset. Das mag ich total. Gucke ich jetzt, wo ich hier überall Ringlicht habe. Wir gehen erstmal bis dahin. Ja, könnte man sogar die Tiefen noch ein bisschen hochholen, damit man die Haare wieder besser sieht. Das geht übrigens auch, dass man jetzt sagt, okay, ich markiere jetzt das. Gehe jetzt hoch bis zu dem und kann jetzt sagen, bei allen Bildern möchte ich gerne die Tiefen so auf plus 18 gesetzt haben. Dann macht er das auch. Na, er rödelt jetzt.